Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video der Fahrschulhelden. Ich bin Philipp und ich erkläre jetzt wirklich alles über Mofa. Mofa im Jahre 2020, alle Details, alles, alle Fragen quasi direkt nach dem Intro. Ja, da bin ich wieder. Bevor ich jetzt anfange, möchte ich mich dafür bedanken, dass meine Mofa-Videos so extrem viel geguckt wurden. Mein erstes Mofa-Video hat jetzt über 80.000 Views und das ist noch kein Jahr alt. Das ist auf jeden Fall sehr viel und da bin ich auch sehr dankbar für. Aber jetzt genug Gesülze. Wir steigen direkt ein und ich habe aus euren Fragen gelernt, deshalb werde ich sehr viele Sachen sehr eindeutig erklären, damit du 100%ig Bescheid weißt, wie es so läuft, beziehungsweise was für Fahrzeuge du haben kannst und alles, was dazu gehört. Alles im Detail. Okay? Los geht's. Erste Frage: Was ist ein Mofa? Ein Mofa ist ein, und da gucke ich jetzt mal ins Gesetz, einspuriges Fahrrad mit Hilfsmotor, auch ohne Tretkurbel, wenn ihre Bauart Gewähr dafür bietet, dass die Höchstgeschwindigkeit auf ebener Bahn nicht mehr als 25 km/h beträgt. Klammer auf, Mofa. Das sind auch Roller, die gehören auch dazu. Und wie gesagt, motorisierte Fahrräder, die gehören alle dazu. Auch umgebaute und gedrosselte Roller gehören dazu. Die 50 Kubik haben, das ist gar kein Problem, das solltest du wissen. Und das ist in Ordnung so. Jetzt kam ganz oft die Frage, ja, mein Mofa hat jetzt 2 Sitze. Da mache ich dir mal einen Link unten hin, die darfst du mittlerweile benutzen. Das war früher ein No-Go, das ist jetzt erlaubt. Das kam wegen einer neuen Verordnung, und zwar in § 4 der Fahrerlaubnisverordnung, für alle, die es interessiert. Da gibt es jetzt natürlich auch 3- und 4-rädrige Kraftfahrzeuge. Da geht es vor allen Dingen um Elektrofahrzeuge. Ja, die haben natürlich dann Beifahrerplätze und sowas. Deshalb ist es beim Mofa nicht mehr verboten, sag ich mal. Ganz viele von euch haben dann irgendwelche besonderen Mofas aus Ostdeutschland rausgekramt oder aus Österreich oder der Schweiz. Leute, ich weiß nicht über jedes Mofa Bescheid, das jemals gebaut wurde, und das ist jetzt allgemein vom Gesetzgeber gesagt. Gibt es da eine Schwalbe oder irgendein anderes Gerät, das eine Ausnahmegenehmigung in der DDR hatte, dann ist das halt eben so. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, interessiere ich mich auch nicht großartig für. Ja, so viel zu Mofa. Wie gesagt, einmal die so wie eine Herkules, ja, die so zum Treten war, so ein richtiges Fahrrad quasi. Und auch ein Roller, den man dann nachher aufmachen kann. Ja, nachher, wenn man dann den Führerschein hat. Ja, so viel dazu. Dann kommt die nächste Frage. Wie alt muss ich für die Mofa-Ausbildung sein? Ja, für den Mofa-Schein musst du mindestens 15 Jahre alt sein. Ja, das bedeutet, du darfst aber früher mit der Ausbildung anfangen. Man sagt, so ein halbes Jahr vorher darfst du mit der Ausbildung anfangen. Ja, und dann geht das los. Ja, es gibt im Moment Bundesländer, die das auch ein bisschen früher machen. Und ja, der Plan der Bundesregierung ist, den Mofa-Schein auch noch früher zu beginnen. Das ist richtig. Ich sage dir jetzt, was im Gesetz zurzeit noch drinsteht. Falls in deinem Bundesland gerade was Besonderes läuft, dann freue ich mich für dich. Aber im Allgemeinen gilt das leider noch nicht. Und das ist der heutige Stand 2020. 15 Jahre und nicht früher. Ja, die nächste Frage ist, muss ich überhaupt eine Mofa-Prüfbescheinigung machen? Teilweise ja, teilweise nein. Und zwar je nachdem, wann du geboren bist. Wenn du vor dem 1. April 1965 geboren bist, hast du Besitzstandswahrung und brauchst keine Mofa-Ausbildung zu machen und brauchst auch keine Prüfbescheinigung mitzuführen. Da reicht ein Personalausweis oder ein Reisepass. Das reicht vollkommen aus. Alle, die danach geboren sind, so wie ich, müssen entweder die Prüfbescheinigung haben oder haben den Mofa-Schein automatisch mit einer Fahrerlaubnis. Hast du einen anderen Führerschein gemacht, ist das damit drin. Du brauchst die Prüfbescheinigung nicht extra. Ich wiederhole, so, du brauchst sie nicht extra. Ich habe auch keine Mofa-Prüfbescheinigung, aber dadurch, dass ich Auto, LKW, Motorrad habe, darf ich natürlich auch Mofas fahren. Die nächste Frage ist, muss ich die Mofa-Prüfbescheinigung immer mitführen? Ja, die musst du immer mitführen, außer du gehörst zu diesen Geburtsjahren, die ich vorher genannt habe. Die braucht nun Reisepass oder Personalausweis. Alle anderen müssen sie beim Führen eines Mofas mitführen.
Ausnahme, habe ich vorhin auch gesagt, du hast einen anderen Führerschein, wo die Mofa-Prüfbescheinigung mit drin ist. Wann darf ich kein Mofa fahren? Ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist auch ganz wichtig für alle, die es unter meine Videos geschrieben haben. Philipp, ich darf ja immer Mofa fahren. Das heißt, egal was mir passiert, das kann mir nicht weggenommen werden, weil ich bin 1965, da vor dem, der wievielte April war das? Ich guck mal gerade nochmal nach. Der 1. April 1965, bin davor geboren. Ich darf immer Mofa fahren. Nein, das stimmt so nicht. Wenn du deine Fahrerlaubnis, auch wenn es Auto oder LKW war, entzogen bekommst und du bekommst ein Verbot, Kraftfahrzeuge zu führen, dann zählt das auch als Kraftfahrzeug. Da würde ich mich rückversichern mit meinem Anwalt, wenn ich sowas hinter mir habe, weil viele Richter sind da sehr, sehr allergisch gegen. Denn ein Mofa ist ein Kraftfahrzeug. Und direkt zur nächsten Frage. Was gehört alles zur Ausbildung? Beginnen wir mit der Theorieausbildung. Die Theorieausbildung besteht aus mindestens 6 Doppelstunden Theorieunterricht. Und jetzt lese ich mal ganz kurz aus dem Gesetz vor, das habe ich hier vor mir. Die theoretische Ausbildung muss mindestens 6 Doppelstunden zu je 90 Minuten umfassen. Das heißt 6 mal 90 und nicht 6 mal 45. Und jetzt ein ganz geiler Satz, die Ausbildungsbescheinigung kann erteilt werden, wenn der Bewerber nicht mehr als eine Doppelstunde versäumt hat. Ja, das ist nett. Die Bewerber sind zu Lerngruppen zusammenzufassen, die nicht mehr als 20 Teilnehmer haben dürfen. Ja, kriegt man meistens nicht so zusammen, also ich kriege das schon mal nicht zusammen. Die theoretische Ausbildung kann als Kurs durchgeführt werden, der für alle Teilnehmer einer Lerngruppe gleichzeitig beginnt und endet. Der Kurs ist getrennt vom theoretischen Unterricht für Bewerber, um eine Fahrerlaubnis durchzuführen. Kommt ein solcher Kurs wegen zu geringer Teilnehmerzahl nicht zustande, können die Bewerber am theoretischen Unterricht für die Klasse A, A1, A2 oder AM teilnehmen. Das bedeutet, man darf nicht am normalen Theorieunterricht in der Fahrschule teilnehmen, sondern muss zum Motorradtheorieunterricht oder in einen separaten Mofa-Kurs. Wir zum Beispiel machen oft separate Mofa-Kurse, weil das bei uns hinhaut. Kommt drauf an, auf dem Land gibt es halt mehr Mofa-Fahrer. Ja, jetzt fragen ganz viele, was ist denn Inhalt der Theorieausbildung? Der Inhalt der Theorieausbildung steht ja auch drin. Die Auseinandersetzung mit dem Verhalten im Straßenverkehr muss die Erlebniswelt von jugendlichen Kursteilnehmern einbeziehen. Die Verkehrsvorschriften sind anhand praktischer Beispiele zu begründen und einsichtig zu machen. Meines Erachtens muss man vor allen Dingen die Verkehrsregeln kennen und ein bisschen im Straßenverkehr mitfließen können. Ja, das ist meines Erachtens. Aber da sind Fahrlehrer unterschiedlich. Das sollte meines Erachtens ausgebildet werden. Ja, was gehört jetzt zur praktischen Ausbildung? Das ist die nächste Frage. Die praktische Ausbildung muss mindestens eine Doppelstunde zu 90 Minuten umfassen, wenn Bewerber einzeln ausgebildet werden. Bist du alleine eine Doppelstunde an 90 Minuten? Jetzt wird ganz oft drunter geschrieben, ja, in meiner Fahrschule wurde das nicht gemacht. Da kann ich nichts für, da kann ich nichts zu sagen. So steht es im Gesetz, so muss es gemacht werden. Ich weiß nicht, ob du dich nur nicht erinnern kannst oder was da gelaufen ist. Oder wenn ihr in einer Gruppe unterrichtet worden seid, das kann natürlich auch sein und das ist auch in Ordnung, muss die Ausbildung nämlich 2 Unterrichtsstunden dauern, also 2 mal 90 Minuten. So ist es richtig, also 2 Doppelstunden, nicht Unterrichtsstunden. Diese Gruppe darf aber nicht mehr als 4 Teilnehmer haben. Für bis zu 2 Teilnehmer muss für die gesamte Dauer der praktischen Ausbildung ein Mofa zur Verfügung stehen. Ja, das ist auch ganz wichtig. Der Fahrlehrer darf dann also auch 2 Leute ausbilden. Ja, weil diese Übungen sind außerhalb öffentlichen Straßen oder auf verkehrsarmen Flächen durchzuführen. Ich muss sagen, das mache ich auch. Ich mache das auf einem Parkplatz und in einem Wohngebiet, wo die Fläche halt wirklich verkehrsarm ist. Gibt es eine Prüfung? Ja und nein. In der Theorie gibt es eine Prüfung, in der Praxis nicht. Wenn du auch in dieser Fahrausbildung nicht sehr gut fahren solltest, wird der Fahrlehrer dir raten, Fahrstunden zu nehmen. Er kann dich aber quasi nicht zwingen. Ja, er kann sich vielleicht weigern, dir die Ausbildungsbescheinigung auszuhändigen. Ich glaube aber nicht, dass er sich da auf Dauer gegen wehren kann. Ja,
Aber ihr solltet auf den Rat eures Fahrlehrers hören. Ja, würde ich auch machen, weil auch wenn wir den Ruf haben, dann unnötig Fahrstunden zu fahren, ich glaube nicht, dass Fahrlehrer beim Mofa den großen Reibach machen. Ja? Gut, so viel dazu. Jetzt kommen wir zur einzigen Prüfung, die du machen musst. Du musst eine Theorieprüfung machen. Ja, die Theorieprüfung hat Grundstofffragen drin. Das bedeutet, das sind ganz normale Fragen, die du können musst. Rechts vor links, ganz normal grüne Ampel, bisschen Gefahrenlehre und sowas. Es ist nicht sehr umfangreich und das schaffst du. Das ist nicht besonders schwer. Das werde ich immer wieder gefragt. Ist das schwer? Nein, ist es nicht. Das packst du, wenn du ein bisschen lernst und ein bisschen motiviert bist. Was musst du zur Prüfung mitnehmen? Du musst deinen Personalausweis mitnehmen, du musst dein Passbild mitnehmen und die Ausbildungsbescheinigung von der Fahrschule. Ja. Und außerdem musst du Geld mitnehmen, um den TÜV oder die DEKRA zu bezahlen. Das ist ganz wichtig. Ich habe ganz viele Fragen zum Ausweis gestellt gekriegt. Ja, ein Reisepass geht auch. Nein, ein Schülerausweis geht nicht. Das ist kein richtiger Ausweis. Der ist von eurer Schule, der ist nicht staatlich. Man braucht was Richtiges. Auch wenn du nur einen Kinderausweis hast oder sowas, ist das grundsätzlich, solange es nicht diese, ich weiß nicht, ob das überhaupt noch gibt, dieses kleine Pappkinder-Ding. So, ich habe mich mal ganz kurz über Ausweise in Deutschland informiert, weil das wusste ich nicht. Es gibt einen Kinderpass. Dieser Kinderpass gilt bis zum vollendeten 12. Lebensjahr und dann braucht man einen Personalausweis oder einen Kinderreisepass. Beides geht. Und mit diesen drei Sachen, ja, kannst du dich ausweisen, obwohl der Kinderpass natürlich abgelaufen sein wird, ja, wenn du dann mit 15 den Mofa-Schein machen möchtest. Ja, den musst du also mitbringen. Es reicht kein Schülerausweis oder sowas. Ja, das kostet Geld. Ja, das musst du vorher mit deinen Eltern besprechen. So viel dazu. Gut, das wusste ich auch noch nicht. Und da muss man sich auf jeden Fall ausweisen. Was muss ich in der Praxis beachten? Also für die praktische Ausbildung gibt es bestimmte Sachen, die ich dir empfehlen möchte. Eine Sache muss ich sagen, ist Pflicht, der Rest ist Empfehlung. Es ist Pflicht, einen Helm zu tragen und zwar einen angemessenen. Ja, das bedeutet, der muss ein TÜV-Siegel haben oder ein DEKRA-Siegel haben. Er muss zugelassen sein für den Straßenverkehr. Das heißt, bitte keinen Fahrradhelm nehmen. Bei mir hat das letztens einer versucht mit so einem Downhill-Helm. Der sieht aus wie ein Motocross-Helm, ist aber keiner. Das kann man vergessen. Es muss ein richtiger Helm sein. Der darf auch nicht auseinanderfallen und muss schon ein bisschen Sicherheit bieten, was halt dann auch zertifiziert ist. Sonst brauchst du keine Schutzausstattung. Es gibt aber eine Sache, die ich dir raten würde. Erstens mal angemessene Kleidung. Wenn es regnet, Regenkleidung. Wenn es schneit, fährst du am besten keine Fahrstunden. Aber wenn es kalt ist, dicke Sachen. Und eine Sache würde ich dir empfehlen, Handschuhe. Ich würde da keine dicken Motorradhandschuhe holen, sondern es gibt so ein Zwischending zwischen Winterhandschuhen und Motorradhandschuhen. Das heißt, die haben ein bisschen Leder da drin. Das heißt, wenn du dich wirklich hinlegst in der Fahrstunde, hast du dann nichts davon. Keine bleibenden Schäden, weil mit 25 sich auf den Appel zu legen, ist halt eben auch hässlich. Was muss denn jetzt in der Praxis ausgebildet werden? Handhabung des Mofas, ich lese gerade wieder ab, anfahren und halten, geradeausfahren mit Schrittgeschwindigkeit, fahren eines Kreises, wenden, abbremsen, ausweichen. Das muss gemacht werden. Mehr Details gibt es nicht dazu. Wenn du einen Schlenker fährst, ist das quasi schon ausweichen. Mehr muss nicht gemacht werden. Kann man da durchfallen? Nein, es ist keine Prüfung. Ganz wichtig. Darfst du vorher üben mit deinen Eltern oder so? Ja, aber nicht im öffentlichen Straßenverkehr. Würde ich dir das raten? Nein, lass es lieber. Beim Mofa reicht das ja, die Teilnahme danach kannst du üben. Ich würde es dir sogar mit deinen Eltern empfehlen, nach der Prüfbescheinigung, nachdem der Fahrlehrer so ein bisschen darüber geguckt hat, kannst du ja, auch wenn du dich unsicher fühlst, mit deinem Vater oder deiner Mutter auf den Parkplatz fahren und dann nochmal für dich selber üben. Das ist auch in Ordnung und das ist der richtige Weg in die Welt der Erwachsenen. Darf das Mofa wirklich nur 25 km/h fahren? Nein, das Mofa darf auf gerader, ebener Strecke höchstens 25 km/h fahren. Ja, das bedeutet, das Mofa fährt bergunter automatisch schneller. Nächste Frage.
Was passiert, wenn mein Mofa deutlich schneller fährt? Und das ist ein Problem. Das werde ich immer wieder gefragt. Ich bin ja kein Verbrechensberater oder sowas. Weil es ist wirklich so, dass wenn du ich sag mal, es gibt zwei Sachen. Zwei Seiten der Medaille. Es gibt einmal die, dass das Fahren ohne Fahrerlaubnis ist. Weil über 25 km/h auf der Geraden musst du eine Fahrerlaubnis haben. Das heißt, du fährst ohne Fahrerlaubnis. Das ist eine Straftat und da wirst du wahrscheinlich, das fragen mich ganz viele, aber das entscheiden die Richter immer, je nachdem, wie du so drauf warst oder was du dir hast zu Schulden kommen lassen. Manche kriegen nur Sozialstunden, andere kriegen sogar eine Strafe. Das bedeutet, die müssen dann erstmal ein Bußgeld zahlen oder die müssen halt bis zum 21. Lebensjahr auf den Autoführerschein verzichten. Da hatte ich jetzt jemanden von, der hat das mehrfach gemacht und da ist das passiert. Ja, und meines Erachtens lohnt sich das nicht. Und die andere Sache, genau das habe ich jetzt vergessen, die andere Sache ist, du verlierst den Versicherungsschutz. Das interessiert dich in deinem Alter überhaupt nicht, aber wenn du einen Unfall baust, musst du alles selber tragen. Und dann gucken deine Eltern ganz schön doof aus der Wäsche, wenn du mal einen Unfall baust und die dann bar 5, 6, 7, 8.000 Euro auf den Tisch legen müssen. Ja, das ist ganz wichtig zu wissen. Letzte und finale Frage. Würdest du deinen Sohn den Mofa-Führerschein machen lassen? Ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Ich halte das Mofa für zu langsam und für eine gefährliche Behinderung im Straßenverkehr, weil du darfst ja auch über Land damit fahren. Auf Autobahn darfst du nicht fahren, aber du darfst über Land zum Beispiel fahren. Auch nicht auf Kraftfahrstraßen, aber so eine ganz normale Strecke, wo Autos 100 fahren und LKWs eigentlich 60 und in Wirklichkeit auch 80 so rum. Ja, und dann fährst du mit 25 hinter der Ecke oder hinter der Kurve rum und dann komme ich mit meinem Auto mit 100, dann ist das gefährlich. Solange keine Radwege da sind, weil außerhalb geschlossener Ortschaft darfst du ja Radwege auch mitbenutzen. Und da halte ich das für teilweise gefährlich. Ich muss sagen, ich würde meinen Sohn Mofa machen lassen, damit er zur Bahn und zurückkommt. Ich muss aber sagen, vielleicht würde ich ihn auch einfach einen Elektroroller fahren lassen, der relativ zügig ist, wofür man dann eine Mofa-Prüfbescheinigung braucht. Ja, ein Roller, so einen richtigen Roller, den man dann von 50 runter oder von 45 auf 25 runter taktet, ist meines Erachtens, aus meiner Sicht, zu teuer für zu wenig Leistung. Ja, kann man sich aber selber überlegen, ist ganz allein deine Sache und ja, so viel dazu. Jetzt noch ein kleiner Abschlusssatz ganz am Ende, was ganz wichtig ist. Wenn du dich jetzt fragst, ich verstehe das noch nicht so ganz, ich weiß nicht, wie das funktioniert, ich brauche da noch ein bisschen mehr Anleitung oder sowas, dann gibt es grundsätzlich deine Fahrschule. Die berät dich nochmal und die hilft dir dabei. Die andere Möglichkeit ist, dass du dir das Video oder die drei Videos von mir nochmal reinziehst. Ganz am Ende siehst du auch nochmal ein Video, das wird dir angeboten. Schau dir das doch vielleicht an. Ja, oder du abonnierst natürlich den Kanal hier und dann kriegst du immer wieder Sachen, was Mofa betrifft und was andere Führerscheine angeht, weil das ist ja bald auch interessant. Aber es schafft fast jeder. Und ich sage extra fast jeder, weil natürlich gibt es Leute, die auch die Mofa-Prüfbescheinigung nicht schaffen, aber die sind so gering, ja, dass die Theorieprüfung nicht schaffen. Und ganz ehrlich, auch wenn du die Theorieprüfung 10-mal nicht schaffen solltest, beim 11. Mal schaffst du sie bestimmt. Ja? Und eine Sache möchte ich noch sagen. Ganz oft wird sich hier unten in den Kommentaren über den Preis der Mofa-Prüfbescheinigung gestritten. Manche sagen, der kostet 50 Euro, andere sagen 250 Euro. Das ist überall ein kleines bisschen anders. Und deshalb frag mich bitte nicht hier drunter, wie viel das kostet, weil es kommt darauf an, wo du herkommst und welche Leistung deine Fahrschule so bringt. Ja, damit bin ich am Ende. Ich hoffe, ich habe diesmal wirklich alles beantwortet und ihr guckt euch das Video auch an, weil mich nervt es manchmal, dass ihr genau die Fragen, die ich hier beantworte, nochmal unten drunter schreibt. Naja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Philipp, mach es gut. Ciao.